Herzlich willkommen am Allianzstadion nach dem 1:0 gegen den SC Rheindorf Altach. Lieber Steffen, herzliche Gratulation. Du hast gestern angekündigt, es wird sehr leiwand. Wie leiwand war es für dich? Wie würdest du das Spiel analysieren? Deine Interviews sind nämlich noch nicht gesendet worden, scheinbar. Also es weiß keiner, was du bereits bei Sky oder woanders gesagt hättest. Leiwand, am leiwandsten war das Ergebnis, so ehrlich muss man sein. Ich denke, wir haben richtig gut begonnen mit der Chance vom Taxi, und wo der Erci und Marco noch den Nachschuss haben uns dann gegen massiv verteidigende Altacher relativ schwer getan, haben ein bisschen zu wenig Ruhe noch in manchen Situationen gehabt, aber im Großen und Ganzen haben wir es nach Hause gespielt dann, zweite Halbzeit, und mit einer eigentlich schönen Aktion auch verdient das 1:0 gemacht und dann noch die eine oder andere Chance oder Halbchance liegen lassen. Und von daher bin ich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, weil ich glaube, wir hätten mehr Tore machen können, aber mit den 3 Punkten natürlich überglücklich. Filip Stojkovic hat in seinem 80. Pflichtspiel sein erstes Tor gemacht, in deinem ersten. Ein paar Worte zu ihm. Ja, ist natürlich eine Besonderheit. Wenn Stojko mal ein Tor macht, er hat auch den Ball von allen Mitspielern unterschrieben bekommen, wie es normalerweise nur nach einem Hattrick ist, aber ein Tor vom Stojko ist seltener wie ein Hattrick von allen anderen. Deswegen hat er sich den verdient, und wir wissen, was wir an ihm haben. Er ist normalerweise nicht zuständig unbedingt fürs Tore schießen, aber für viele andere Dinge enorm wichtig in der Mannschaft, und bin natürlich sehr zufrieden heute mit ihm. Danke vielmals. Darf ich ihm Ihre Fragen bitten, und jetzt gehen wir wieder zurück zur alten Tradition, und Christian Hagelt von der Tageszeitung Standard beginnt. Gibt es aber schon recht, dass noch sehr Luft nach oben vorhanden wäre. Und Beispiel, mir ist aufgefallen, die zwei Teamspieler, also Grühl und auch der Kader, die haben ein bisschen leer gewirkt, obwohl der Kader natürlich nicht viel gespielt hat, und der Grühl hat schon 2 Partien in die Vierer gehabt. Siehst du das auch so? Ja, deswegen haben wir ihn dann als erstes getauscht, weil wir doch gemerkt haben, er war bemüht, er hat es probiert, aber hat sicher schon bessere Auftritte gehabt und war wahrscheinlich auch nicht ganz so frisch, wie er es selber auch geglaubt hat. Aber dennoch hat er für die Mannschaft gearbeitet, hat immer wieder Probleme bereitet, und wird hoffentlich am Donnerstag wieder etwas frischer sein wie heute. Zum Spiel allgemein, natürlich ist da noch Luft nach oben, aber ich habe ja nicht wirklich erwartet, dass das von einem Tag auf den anderen so ausschaut, wie wir uns das dann auch vorstellen. Das wird wahrscheinlich schon noch ein bisschen Zeit brauchen, aber der Sieg war mal wichtig, dass wir Selbstvertrauen tanken und die nächsten Schritte gemeinsam machen können. Dankeschön. Christian, man ist recht im Kopf, aber es vom Grülle 28. Pflichtspiel in der Saison für Rapid, und ich glaube, dann nur 3 Länderspiele vom Beginn. Bitte schön, weitere Fragen? Horst Hötzsch, jetzt für kicker.at, entschuldige. Danke. Steffen, ich war gespannt, wie du als ehemaliger Spielgestalter, was dir einfällt im Mittelfeld. War dann einigermaßen überrascht, als der Gnas Müllner am Anfang so immer weit nach hinten gekippt ist und irgendwie versucht hat, von hinten ein bisschen das Spiel zu machen. Was kannst du ein bisschen erklären, was da die Idee war? Ja, wir wollten es ein bisschen flexibel anlegen, dass sowohl Gnas Müllner, Ljubicic und Grauwatz immer wieder die Positionen wechseln. Beim Gnasi war es dann so, dass der gegnerische Trainer natürlich darauf reagiert hat, wenn er sich da im seitlichen Halbraum hat abkippen lassen, war eigentlich immer ein Spieler da, und Gnasi ist dann immer weiter zurückgefallen. Aber dennoch ist er für dieses Spiel dann wichtig, weil er ein Spieler ist, der Ruhe hat, der da keine Fehler macht und immer wieder auch gute Ideen hat. Dankeschön. Bitte auf der anderen Seite Alexander Huber vom Kurier. Du hast ja auch schon miterlebt, was teilweise für Schlussphasen für Rapid in den letzten Wochen gegeben hat, als der Elfer nicht drinnen war und dann in der, glaube ich, 94. Minute noch ein Standard war für Altach. Hat es da doch irgendwie mal kurz einen Zweifel gegeben, ob das alles gut geht?
ob es das vielleicht doch irgendwie verhext sein könnte, oder war das, was du gestern gesagt hast, dass du in keiner Sekunde an irgendeine Enttäuschung oder an Nicht-Sieg denkst, auch während dem Spiel bei dir auf der Bank so? Na, denke, die Standard war erstens, war es kein Foul für mich, und dann habe ich ein bisschen an Gerechtigkeit geglaubt und war mir eigentlich sicher, dass wir das verteidigen werden, weil die Jungs das heute richtig gut verteidigt haben. Man hat dann natürlich schon die Verunsicherung auch bei den Spielern gemerkt, wenn man dann gesehen hat, wie wir Bälle geklärt haben, wie wir haben es dann höher wie weit geschossen. Dann merkt man einfach, dass sie diesen Sieg unbedingt wollten, und ein Stück weit hat man dann als Spieler auch ein bisschen Angst vor dem Verlieren, aber gerade deswegen ist der Sieg umso wichtiger für uns. Und noch eine Frage zur Formation. Ich weiß schon, es ist nicht das Wichtigste, aber ihr habt doch was umgeändert. Es hat, glaube ich, in den letzten 3 Jahren, kann mich jetzt zumindest an kein Spiel erinnern, mit einem Solo-Sechser. Der Sultan Grauwatz war die meiste Zeit der Einzige, der wirklich für die Defensive da war, und sonst waren ja eigentlich 2 zentrale Spieler und dann 3 vorne, die eigentlich wirkliche Stürmer gespielt haben. Siehst du das, was ihr im Training geübt habt, dann auch im Spiel, oder hat es im Training anders ausgesehen? Phasenweise habe ich dann schon Dinge aus dem Training wiedererkennen können, aber natürlich war heute nicht alles gut oder so, wie wir es uns vorstellen. Aber ich denke auch, dass es aufgrund der Situation und Trainerwechsel und ganz normal ist, dass da nicht alles auf Anhieb so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber ich glaube trotzdem, dass der Sieg absolut in Ordnung geht, und das war für heute natürlich das Wichtigste. Dankeschön. Dann haben wir noch eine Frage von Emily, unserer heute anwesenden Greenie-Reporterin. Stefan, Sie nervös vor dem Spiel, oder wie haben Sie sich gefühlt? Und bevor Sie die Frage beantworten, ich bin mir sicher, dass Sie den Job als Trainer sehr gut machen werden, auch wenn es vielleicht nur vorübergehend ist. Also Emily, ich werde mich die nächsten 5 Spiele genauso bemühen wie vorher und werde hoffentlich nicht mehr so nervös sein wie heute. Da war schon eine Anspannung da, aber war auch wirklich der Glaube da, dass wir heute gewinnen werden. Und das hat das meiste dann eigentlich wieder weggemacht, und deswegen war ich nicht so nervös, wie ich mir eigentlich vorgestellt hätte. Vielen Dank auch für diese Frage. Dann gibt es noch von Thomas Tretzmüller von der Austria Presseagentur. Wie blickst du jetzt dem Donnerstagsspiel im West Ham entgegen in der Europa League? Ist es ja eine Aufgabe, wo man eigentlich gewinnen sollte, wenn man um einen Aufstieg noch mitreden will? Ja, jetzt heute Morgen, übermorgen werden wir uns einmal regenerieren, schauen, und dann ab Montag geht die Konzentration Richtung West Ham, und wir spielen zu Hause. Wir wissen, dass wir gegen einen richtig guten Gegner spielen, aber wir wollen auch dieses Spiel gewinnen, und genauso so werden wir am Donnerstag am Platz gehen und werden alles dafür tun, damit wir als Sieger nach den 90 Minuten wieder vom Feld gehen können. Bitte. Und dann Christian Hartl, die erste Frage, und die letzte, ja, wird jetzt auch die letzte sein. Noch zu einzelnen Spielern. Ich glaube, dass der Aiwo einen sehr guten Abwehrchef eigentlich gespielt hat. Beim Mormann waren ein paar Unsicherheiten, er hat aber die Fehler irgendwie ausgebessert. Und kommt irgendwer zurück für Westenpartie? Geht es mit Maxi aus, wie Hoffmann? Oder? Um ehrlich zu sein, ich weiß es noch nicht bei Maxi, ob es sich ausgeht. Ich glaube, dass sowohl Manuel als Molly das ordentlich gemacht haben. Ich meine, der Junge steht das erste Mal in der Startelf, hat richtig gute Sachen dabei gehabt, hat aber natürlich auch aufgrund der Nervosität Sachen gemacht, die ich so von ihm in der zweiten Mannschaft zum Beispiel selten bis nie sehe. Aber das muss man oder kann man einem jungen Spieler, glaube ich, schon verzeihen, wenn man sieht, dass er trotzdem in jeder Sekunde alles gibt, damit wir dieses Spiel gewinnen. Wunderbar, ich glaube, gutes Schlusswort. Die Termine dann vor dem West Ham-Match, das rauskriegt, gibt es spätestens am Montag. Wir haben auf alle Fälle um 15 Uhr die Pressekonferenz.